Ich bin Fabian Wiede, bin 18 Jahre alt und spiele Handball. Ich habe früher natürlich erstmal in meinem kleinen Verein in Belzig zu Hause gespielt, bin dann in der 7. Klasse auf die Sportschule nach Potsdam und bin dann jetzt seit 2,5 Jahren jetzt hier in Berlin und spiele jetzt hier seit 2,5 Jahren bei Füchsen. Ich war mit meiner Leistung nicht mehr zufrieden in Potsdam, habe gemerkt, dass ich mich da nicht mehr entwickeln kann und habe dann hier mit Bob Hanning natürlich einen super Trainer, wo ich dann viel gelernt habe und mich denke, auch gut entwickelt habe. Also wir brauchen nicht sagen, wir wissen, wie das Hinspielergebnis war, wir wissen, wir sind qualifiziert, aber nicht der Gegner ist das Ziel, sondern der Titel ist unser Ziel. Ich habe so ein bisschen im Kopf, mal ein bisschen offensiver zu werden hinten raus aus dem Spiel, aber lass uns jetzt erstmal versuchen, das Spiel so zu bestreiten, weil die kommen in anderen Situationen. Die haben nichts mehr zu verlieren, die wollen ein gutes Spiel machen, die werden sich sicherlich was vorgenommen haben, aus einer eigenen Stärke heraus jetzt auch versuchen wollen, mal wieder zu operieren. Und lass uns ihnen gleich viel Spaß an dem Spiel nehmen, dann haben wir das auch, was wir brauchen. Natürlich, wenn man ein Tor werfen will, muss man natürlich erstmal an der Abwehr vorbeikommen. Und die hauen dann schon mal auf die Fresse, um so zu sagen. Und da muss man gut einstecken können halt. Und deswegen braucht man auch so einen Körper halt, um sich da durchsetzen zu können. Und ja, aber halt auch, wenn man selber in der Abwehr steht, kann man ja auch gut austeilen. Und deswegen macht es schon Spaß so. Aber jetzt so böse Fouls, so wollen wir natürlich auch nicht, wir wollen dann die Gegner auch nicht verletzen, jetzt schwer verletzen. Um mal zu zeigen, dass man halt nicht mehr sowas machen sollte. Meine Stärken sind, denke ich mal, auf jeden Fall mein gutes Auge. Also ich habe ich kann halt sehr gut, wenn Mitspieler frei sind, vor allem den Kreisläufer oder außen, die ich halt gut, ich entscheide immer so die richtige Entscheidung, treffe immer die richtige Entscheidung und habe auch, denke ich mal, einen ganz guten Wurf und eine gute Finte. Woran ich arbeiten müsste, ist mein Abwehrspiel. Da bin ich halt nicht ganz so gut wie andere Leute in meiner Mannschaft. Aber und auch eigentlich so, ist nicht, ich habe halt nicht so einen Körper jetzt wie die Männer, also ich muss halt schon an Masse zulegen und am Wurfkraft vor allen Dingen auch. Und man merkt halt schon, dass man viel doller werfen muss, um an den Torhütern vorbeizukommen. Und ja, das sind irgendwann die Hauptschwerpunkte. Also ich probiere schon, hauptberuflich Handballer zu sein, schon mein Geld damit zu verdienen. Eigentlich momentan habe ich noch keine Ahnung, was ich da machen soll. Also ich probiere halt wirklich schon so alles auf eine Karte zu setzen, so auf Sport zu gehen und probiere halt, dass es da klappt. Wir leben halt für den Handball und werden dafür alles geben und ansonsten müssen wir das halt machen.